Wie Mercedes-Motorsport-Chef Toto Wolff bestätigte, muss am Silberpfeil des Finnen das Getriebe gewechselt werden. Punkt. 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 Damit wird der 28-Jährige beim Großen Preis von Australien, Sonntag, 7,10 Uhr MEST RTL, vom 10. auf den 15. Startplatz zurückversetzt. Das Chassis ist okay, das Getriebe nicht. Das macht 5 Plätze, sagte Wolff lapidar. Sicht des Österreichers könnte der Unfall noch eine weitere negative Komponente für Bottas haben, vor dem ersten Rennen ist so etwas nicht gut für Psyche. Wir als Team müssen ihn da unterstützen.